So, wir sind zurück hier bei MXGP2 und ich freue mich, dass ihr wieder beim Rennen mit dabei seid. Wir werden in Argentinien jetzt auf der Patagonia-Strecke fahren und da werden wir jetzt erstmal mit unserer schönen 250 Kubik Kawasaki erstmal wieder ordentlich loslegen. Zurück zur Strecke. Wir haben es geschafft, uns auf Pole Position zu qualifizieren. Wir können da gucken, natürlich gucken, wo wir uns qualifizieren werden. Und ich würde natürlich sagen, wir nehmen natürlich hier gleich den Platz. Ja. Oh, guck mal. Da hat einer seine Laube aufgestellt. Und da ist wieder die gute Helga. Von der Dreamcast. So. Bin gespannt. Ah, ein Start ein bisschen verkackt. Kein Problem. Hotshot kriegen wir wahrscheinlich nicht. Oh, warte mal, was ist da los? Was ist da los? Warum? Überhaupt, wo liegt meine Maschine? So, wo bin ich da? Hey, da bin ich doch... Da ist doch keiner. Wen habe ich denn da weggerammt? Willst du mich verarschen? So, okay. Erste Rerun gleich genutzt. So, wir passen ein bisschen besser auf. Und Herlings, Alter. Herlings ist auf jeden Fall das Problem. Der führt uns jetzt in der Karriere. Ist der auf jeden Fall auf Platz 1. Wir sind, glaube ich, auf Platz 6 in der Meisterschaft. In der Karriere, aber kein Problem. Das heißt, je mehr Siege wir jetzt reinfahren, desto mehr können wir es auch noch schaffen. Ich vermute mal, dass wir auch einigermaßen gut mithalten werden. In der ganzen Meisterschaft. Und wie du siehst hier, guck mal, wir kommen jetzt auch ordentlich ran. Ansti, ach guck mal an, Ansti ist auf Platz 1. So, und jetzt, wow, erstmal ein paar Sprünge hier mitgenommen. Boah, Alter, habt ihr das gehört? Da sind wir komplett durchgeschlagen, die komplette... Alter, die hat durchgeschlagen. Die Federung der Dämpfer hinten. Krasser Shit, Alter. Hat richtig so ein Geräusch gemacht. Wow, Alter. Ja. Hey, Trickshot. Kriegst du auch nicht hin, ne? Ein Five hinbekommen. Von Lex Luthor. Whoop. Ne, wie heißt er? Brock Lesnar. So heißt er. Ein 5-5. Tut mir leid, ich bin kein Fan von dem dicken Tier, Alter. So, das sieht gut aus. Wir kommen gut ran. Oh, was? Na, schade. Und jetzt aber ja. Okay, wir haben nicht genug Speed drauf. Wir sind falsch rein in die Passage. Ist aber kein Problem. Oh, so ein bisschen richtig einen guten Shortcut gemacht. Oh, komm schon rum, komm schon rum. Nicht zu eng fahren. So, aber so wie es ausschaut. Wow, Alter, fast gemault. So wie es ausschaut, fahren wir ganz gut vorne weg. Euer neuer Upgrade sei Dank. Das war echt gut von euch. Ja, ich frage mich, wo ihr die Teile her habt. Ne? Habt ihr wohl noch in Thailand irgendwo mitgehen lassen, ne? Ich habe ja gesagt, wir brauchen dringend für das nächste Rennen neue Ersatzteile. Und wow, es hat auf jeden Fall, egal was ihr da reingetan habt, vielleicht habt ihr auch einfach nur ein bisschen super Verbleit hier in die Maschine getan. Kann natürlich auch sein. Komplett neues Ansaugsystem reingebaut und so, wer weiß. Ja, ich will gar nicht wissen, wo ihr es her habt. Hauptsache, die Maschine wird schneller und wie ihr seht, eure Einstellungen waren echt gut. Ich weiß schon, warum ich euch angeheuert habe als Boxencrew. So muss es sein. Alles klar. Ich finde es auch gut, dass wir ein paar Mädels dabei haben. Wow, Alter, da. Die können mir nämlich dann immer hier den Steiß massieren. Nein, natürlich nicht. Ups. Alter, fast gemault. Die Mädels gehören hier zu den Top-Mechanikern. In unserem Team. So, und jetzt hier der Sprung. Sehr schön. Im Übrigen, dass wir uns auf den ersten qualifiziert haben, 1300 Credits verdient. Und dazu haben wir nochmal einen Bonus bekommen. Ich glaube, aber der Bonus war schon da drin, dass wir vor unserem Gegner ins Ziel kamen. Der Patrol, oder wie er hieß. Aber wir kommen ganz gut vorne mit. Wir kommen auf jeden Fall ganz gut vorne mit und wir können gut wegfahren. Oh, guck mal, die sehen gar kein Land. Die sehen gar kein Land, die Jungs. Alter, wenn wir uns dann denken, wie wir uns vorher angestellt haben. Ich sag nur das Thailand-Rennen gestern. Alter, Alter, Alter. Richtig krass. So. Whoop. Wie wird denn das erst, wenn wir noch eine bessere Federung einbauen? Da muss ich aber noch mal ein bisschen reingehen in den Einstellungen auf jeden Fall. Whoop. Und hier. Ja, schade, wir haben noch nicht ganz so viel Power drauf. Na, wer weiß, ob eine 450 Kubik könnten wir mit dem Sprung vielleicht besser schaffen. Die ist zwar ein bisschen schwerer, aber dafür hat es natürlich viel mehr Leistung. Schade. Ja, in echt hätte ich das sowieso nicht geschafft. Aber naja, mal gucken. Man denkt ja immer so ein bisschen, ein Spiel ist anders, aber nein, Milestone zeigt uns immer wieder, ist doch schon ziemlich nah dran.
Natürlich, manches ist auch sehr unrealistisch. Ich sag immer wieder, das Lenken in der Luft ist der Hammer. Ich wünsche, das könnte man wirklich in echt machen. So, und jetzt. Yep. Na egal, maximal mitgenommen, es geht. Und wieder. Yep. Wieder ein Sprung. Ich finde das so geil, dass man bei dem Spiel wirklich so viel arbeiten muss bei dem Spiel, dass man nicht einfach nur irgendwo rüberfährt und dann bist du einfach vorne, sondern du musst auch wirklich die ganze Fahrphysik ausnutzen. Du musst dein Gewicht verlagern. Du musst die Sprünge richtig machen. Das heißt, du musst dein Fahrwerk richtig benutzen. Aber nur, das ist einfach geil. Weil ich würde es mal ein bisschen komplizierter und auf jeden Fall arbeitet man die ganze Zeit und muss auch sich mal ein bisschen anstrengen. Das Gute ist, die Konzentration bricht dadurch nicht ab. Nachteil ist natürlich, die Konzentration geht von meinem Quatschen weg. Ja, ich bin einfach ein Mann, Alter. Multitasking kann ich nur, wenn ich dusche und pisse. Das ist das Einzige, was ich gleichzeitig kann. Ja, den Spruch von Helge Schneider ist ein geiler Spruch, finde ich super. Und hier ist auf jeden Fall so, in der Werkstatt mache ich es ja auch nicht anders. Da quatsche ich ja die ganze Zeit nicht, sondern schraube. Und wenn ich dann mal was jemanden anquatsche, schraube ich ja nicht. Hier muss ich beides machen. Wow. Quatschen und auch noch... Nee, vor allen Dingen sinnvoll quatschen. Na gut, das gelingt mir jetzt nicht immer. Aber ihr wisst ja, wie ich es meine. Das ist das Gute. Wir verstehen uns ja schon so indirekt. Die Leute, die schon länger dabei sind, die wissen ja, wie ich es meine. Wenn ich mich da mal verquatsche, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, mit der Lampe beim Restaurieren mit dem Chrom, dass ich natürlich nicht den Chrom... dass ich nicht den Rost mit der Chrompaste poliere, sondern natürlich das Chrom wieder zum Strahlen bringe, dann wissen ja die Leute trotzdem, dass ich ja den Chrom meine. Und nicht den Rost. So. Und da sind wir durch. Da haben wir das erste Rennen für uns geschafft. Mit einem riesigen Vorsprung, wenn ich das mal sagen darf. So. 7,6 Sekunden, Alter. Das haben wir letztes Mal, waren wieder der 7,6 Sekunden hinter war. Okay. Aufnahme des Screenshots hier momentan nicht möglich. Interessant. Warum zeigst du mir das an? Okay, wieso? Ich habe anscheinend irgendwas freigeschaltet. Wir gehen mal kurz, schauen wir mal kurz. Ich habe anscheinend bei Trophäen gerade ordentlich richtig was gerissen. Ich habe 2 Trophäen oder so bekommen. 10%, okay. Mal gucken. Gewinne dein eigenen Team. Gewinne ein Rennen in Neukirchen Karriere. Aha! Okay. Na, die beiden hatte ich ja schon. Ach nee, die habe ich heute alle bekommen? Ich habe 4? Ach, weil ich ein Rennen gewonnen habe als Erster jetzt, habe ich gleich... Oh, gleich 4 Trophäen. Okay. Schade, dass er die nicht angezeigt hat, obwohl er ja komischerweise die Aufnahme angezeigt hat. Naja. Kein Ding. So, dann würde ich sagen, auf zum zweiten Rennen. Ich bin gespannt. Komm schon. Ja, wieder 1300. Rang 1. Und dass wir die KI auf Mittel haben. Ich würze, wir können ja mal gucken, ob wir sie höher stellen. Aber das möchte ich erstmal selber testen, bevor ich das im Let's Play mache. Ansonsten landen wir wieder hinten auf den letzten Plätzen. Naja. Bei Sebastian Loeb Rally zum Beispiel haben wir jetzt gerade das Problem, da sind wir auch um einige Klassen höher jetzt. Das Problem ist aber, ja, schwer ist jetzt richtig schwer geworden. Und da stimmt irgendwas mit dem Fahrzeug nicht mehr. Ja, ich lass doch los, warum fährt der mal später los? Okay, komm. Wow, Alter, Alter, Alter. Ey, komm, gib mir mal einen Rewind hier. Wie oft muss ich denn noch L1 gedrückt halten? Die erste Kurve, Alter, ist immer übelst böse. Boah, ich sehe mich selber gar nicht. So, ans Ziel, lass mich mal vorbei. Aber hier, kriegen wir hin. Und nicht so viel mit dem Lenker in den Dreck fahren, Alter, sonst kippst du wieder um. So, und jetzt der Sprung. Und sehr schön. So, und jetzt mal gucken, kriege ich ihn hin? Yeah, Scrum. Boah, und ans Ziel gibt wieder Gas, Alter. Ja, die haben anscheinend noch mal auf ein paar PS draufgehauen. Ja, wer weiß. Na gut, ich hatte heute ein gutes Frühstück. Kann sein, dass ich auch wieder schwerer bin. Hm. Fleisch zum Frühstück, Alter. Es gibt nichts Besseres. Viele fragen mich ja momentan, auch von meinem Freundeskreis, wenn ich hier diese Paleo-Scheiße mache. Die meinen natürlich Paleo-Scheiße. Ich finde, das ist eine gute Alternativernährung. Wie ich da den ganzen Tag eigentlich Fleisch essen kann, ohne dass es mir zum Hals rausnimmt. Ganz einfach, ich koche. Ich mache ja auch Gemüse und so dazu, alles was dazugehört. Und ich habe ja in meinem wahrsten Sinne des Wortes ein Geschmackserlebnis auf der Zunge. Das ist wirklich krass. Das Einzige, was natürlich ins Gewicht fällt im wahrsten Sinne des Wortes, ist einfach die Zeit. Ne? Weil ich von der Arbeit komme, Let's Plays aufnehme, kann ich jetzt natürlich nicht immer direkt Paleo frisch zubereiten, sondern ich muss das vorbereiten immer so. Habe ich mir jetzt angewöhnt, in Tupperboxen schon alles vorzumachen, dann schmeißt es einfach in den Herd, machst du warm oder schmeißt es in die Pfanne, fertig. Geht auch, ist jetzt natürlich nicht so die Ursprungsidee, aber ist gut, ist gut. Dafür bin ich aber am Wochenende ziemlich gut dabei. Heute ist ja Sonntag, habt ihr ja gesehen an den Trophäen.
Und da kriege ich noch heute Besuch von den Mädels und da kochen wir alle zusammen. Und das ist immer auch was Schönes. Die quatschen mich immer aus. Ich bin schon wieder fetter geworden. Oh, das darf ich so gar nicht sagen. Ich meine, ich habe schon wieder 2 Milligramm zugenommen. Ne? Ja. Lass doch mal die Kohlenhydrate weg. Wenn man mehr Kohlenhydrate als Protein zu sich nimmt, ist kein Wunder, dass man da schwerer wird. Außer man ist Marathonläufer oder so. Man hat einen hohen Ausdauerfaktor. Kann man auch viel Kohlenhydrate fressen. So. Aber genug davon gelabert, wir sind hier bei einem Motorradspiel. Oder Crossspiel, um genauer zu sein. Und da hat sowas nichts zu tun. Ich finde das immer cool, was hier für... Ey, da stand ein ATV! Habt ihr gesehen? Da stand ein ATV rechts! Wollte mich gerade sagen, da neben dem Jeep steht... Also der Jeep sieht gar nicht mal schlecht aus, auf einmal sehe ich da ein ATV, Alter. Oh, eigentlich war es mehr ein Quad. Gibt's ja Unterschiede, ne? Ein Quad ist ja das Ding, dieser fette Panzer. Und ein ATV ist ja nun mal... Die sportliche Variante, die eigentlich aussieht wie ein Motocross, nur mit 4 Rädern. Das ist ja ein ATV, kann man ja sagen. Und ein Quad ist ja nun mal einfach ein fetter Panzer. Wo? Ich muss sagen, ich bin nicht so ein Quad-Fan. Ein Quad-Fan bin ich im Gelände, ja, aber im Straßenverkehr weiß ich nicht. Da finde ich ATVs schon besser. Aber das Problem ist einfach, die Leute fahren wie die letzten Potzäue. Der links. Habt ihr gesehen? Da war ein Quad. Und das mag ich nicht. Die fahren da einfach wie die letzten Säue. Vor allen Dingen haben ultra kurzen Radstand und fahren mit einer Highspeed an die Ampel ran, dass sie sich beinahe maulen oder geben Gas und kippen einfach nach hinten weg. Habe ich schon oft genug erlebt, wo sie mir zeigen wollten, jaha, er fährt hier ein normales Motorrad. Da zeige ich dir mal, was meine ATV kann. Da habe ich schon mal oft mich... lachend bin ich einfach weggefahren, weil sie sich gemault haben. Muss nicht unterlassen. Die Hilfeleistung, der ist ja aufgestanden. Am besten sind natürlich die hinten die Hinterradschwinge nochmal verlängern und dadurch einen ultralangen Radstand haben und dann natürlich nicht sich maulen, aber dann natürlich auch die Dinger so krass getunt haben, dass sie einfach wegfahren. Ich weiß nicht. Naja, sagen wir es mal so. Jedes, was irgendwie was mit Motorrad zu tun hat, auch wenn es eine Mischung aus Fahrzeug, mit Kfz, mit Kraftrad ist, aber ich weiß nicht. Die Leute missbrauchen das immer so, weißt du? Und hypen das dann immer so. Und ich mir denke so, fahr doch einfach schlicht. Ich hab doch auch hier meine kleine Ninja. Und du erkennst ja noch nicht mal, dass es eine Ninja ist, weil ich die Vollverkleidung abgenommen habe und das Ding als nackte Maschine fahre. Ah, hier habe ich nicht aufgepasst. Da hätte ich den Sprung nicht machen dürfen. Ich habe ja auch die ganzen Zeichen und so abgemacht. Man sieht ja noch nicht mal, dass es eine Ninja ist von außen. Außer der sich auskennt mit Ninjas. Das habe ich einfach nur gemacht, weil ich habe ein 84er Modell. Das Ding ist so ein bisschen Kult und ich möchte nicht, dass mir das Ding geklaut wird, ne? Bis auf ein paar Kleinigkeiten ist das Ding ja auch noch Serie. Die Dinger, die nicht Serie sind, liegt einfach daran, dass ich die Teile nicht mehr bekomme. Und wenn ich die Teile bekommen könnte, sind sie einfach schweineteuer. Und ich möchte keine Replikat-Dinger einbauen. Ich könnte natürlich auch moderne Ninja-Sachen einbauen, aber das passt hinten und vorne nicht. Da muss ich mal so viel anpassen. Aber egal, wir sind jetzt erstmal durchs Ziel. Und die Produktplatzierung brennt im wahrsten Sinne des Wortes wieder. Ja, 11 Sekunden haben wir sogar rausgeholt. Wir hatten vorher 7 Sekunden, jetzt haben wir sogar 11 Sekunden rausgeholt. Halt die Waldfee fest, Junge, denn die hollern wir jetzt. Geil, Alter. Hörling, Alter. Jetzt kannst du mir mal meine Nummer zurückgeben, meine 84. Dafür gebe ich dir die 69, mein Kleiner. Aber naja, der Holländer, der behält die wieder. Arschgeige. Na gut, kein Problem. Nichts gegen Holländer, ich habe nur was gegen diesen Hörling. Also, wir haben gesehen, wir haben ordentlich was gerissen und ich würde sagen, dann sehen wir uns morgen wieder. Ich bin gespannt, wo wir in welchem Land wir da denn fahren werden und wie wir uns schlagen werden mit der Quali. Macht was Sinnvolles, ihr seid die Besten und ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Ciao!